zum dazugehörigen Antrag und Tagesordnungspunkt 4 einreiche auch hier AfD-Fraktion Frau Dr. Schöps zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, als wir den Antrag geschrieben haben, war mir im Grunde schon eines klar. Sie werden uns jetzt entgegenhalten, und haben es auch schon gemacht, dass wir hier in Dresden als kreisfreie Stadt für die großen bundes- und landespolitischen Entscheidungen im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik überhaupt nicht zuständig sind. Das ist auch so. Das sind nämlich weitgehend kommunale Pflichtaufgaben, und unser Entscheidungsspielraum ist bis auf geringe Bereiche nicht gegeben. Sie haben also recht. Jetzt könnte ich mich hinsetzen, könnte gehen, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Wir als Stadträte sind sehr wohl zuständig. Wir sind nämlich zuständig, wenn es um den sozialen Frieden und die Lebensqualität der Bürger in unserer Stadt geht. Wir sind zuständig, wenn es um die Sicherheit vor allem unserer Kinder, Frauen und Alten geht und auch von homosexuellen Menschen. Wir haben ja so einen Mord in Dresden leider schon erleben müssen. Wir sind zuständig, wenn es darum geht, dass wir hier vor Ort jede Fehlentscheidung der großen Politik ausbaden müssen. Sie wissen ja, wie es aussieht mit den Unterkünften, die wir in Dresden nicht mehr für Flüchtlinge haben. Wir leben derzeit, mein Vorredner von der Fraktion, Matthias, hat es schon gesagt, einen unbremsten Zustrom von Asylbewerbern in Dresden, fast so oder schon so wie 2015/16. Uns ist damals versprochen worden, sowas wird sich nie wiederholen, keine Völkerwanderung wie 2015/16. Aber Sie sehen, was ist daraus geworden? Alles war vergessen. Es kamen und kommen auch nicht nur die versprochenen Fachkräfte nach Dresden. Ich habe mir die Statistik angeschaut, es gibt es ja zum Glück nicht nur von der Landeshauptstadt, sondern auch aus anderen Anfragen. 2010 waren in Dresden 7,4% der Hartz-IV-Empfänger Ausländer. Jetzt, im Juli 2022, sind es 43,5%. Das heißt, fast schon jeder zweite Hartz-IV-Empfänger in Dresden hat keinen deutschen Pass. Und wenn wir jetzt noch mal darüber nachdenken, dass es auch viele sehr hochqualifizierte an Forschungseinrichtungen gibt und das noch hochrechnet, dann kann man locker sagen, es ist jeder zweite, mindestens. Es zeigt sich immer mehr, dass die unkontrollierte Zuwanderung den allseits beklagten Fachkräftemangel nicht beseitigt hat und letztlich sogar noch verschärft, denn all die Menschen, die bei uns hier sich niederlassen wollen, müssen ja auch was essen, die wollen mal zum Friseur gehen, die wollen was einkaufen, die brauchen Lehrer, die brauchen Ärzte, und alles das sind Fachkräfte, die wir zur Verfügung stellen müssen, damit die Wirtschaft, damit das Leben funktioniert. Die Lösung ist also nicht mehr unkontrollierte Zuwanderung, sondern weniger und ja und die richtige, also wirkliche Fachkräfte. Aber ich meine, wenn man sich das anschaut, was in den letzten Jahren in Deutschland so abgegangen ist, dann haben wir eher eine Abwanderung von Fachkräften, nämlich von deutschen Fachkräften ins Ausland, weil die die Schnauze voll haben, von den Lebens- und Arbeitsbedingungen in unserem Land, und nicht eine Zuwanderung von sehr hochqualifizierten Menschen nach Deutschland. Selbst Innenminister Schuster von der CDU hier in Sachsen ruft schon nach einer Asylwende, nach einem Ende, zumindest vorübergehend, der freiwilligen Aufnahmeprogramme und dem Start der lange von der Ampel angekündigten Abschiebeoffensive. Nun, warum soll die CDU jetzt gerade das alles umsetzen, was sie in den letzten Jahren, man kann schon sagen Jahrzehnten, versäumt hat? Wir als AfD belassen es nicht bei warmen Worten. Wir beschränken uns nicht auf die Beschwichtigung des Volkszorns. Wir machen konkrete Vorschläge, und die haben Sie in unserem Antrag hier mit, zumindest einige davon, aufgeführt. Wir wollen eine Asylwende, und eine Asylwende ist keine Raketenwissenschaft. Ist auch nicht Nazi und ist nicht rechts. Dann schauen Sie doch einfach mal nach Dänemark. Dort hat die sozialdemokratische Regierung gerade wiedergewählt, die Ministerpräsidentin, eine sehr gute Politik in Sachen Asyl, Flüchtlinge und Integration gemacht. Und an diesem Vorbild könnte man sich ja doch in Deutschland auch erst mal orientieren. Wir fordern deshalb einen Aufnahmestopp für illegale Einwanderer, insbesondere die jetzt über die Balkanroute kommen. Gerade aus Nordafrika besteht ja die Anerkennungsquote gerade mal 2%. Und da sollte man die Leute gar nicht erst ins Land lassen, ein langes Verfahren da durchführen, sondern gleich von vornherein verhindern, dass sie zu uns kommen. Und wir fordern natürlich eine grundlegende Asylwende. Wir fordern zum Beispiel Grenzkontrollen und Rückführung in sichere Drittstaaten. Alles findet nicht statt.
Sanktionen, wenn die Altersfeststellung und Identitätsfeststellung nicht durch die Person entsprechend unterstützt wird. Möglicherweise auch sollte man den Aufenthaltstitel entziehen, wenn Straftaten begangen werden, insbesondere bei schweren Straftaten und bei Mehrfachintensivtätern. Vorrang, erst wird es gemacht. Nee, der Vergewaltiger, von dem wir jetzt gehört haben, nach Frau Faeser nicht abschieben lassen. Gruppenvergewaltigung bei einer Minderjährigen, aber der läuft im selben Ort wieder rum, wo das arme Mädel auch wohnt. Also das geht so nicht. Vorrang der zentralen Unterbringung und einige andere Punkte. Wir wollen heute ein politisches Signal hier setzen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Andere Kreistage haben schon eine ähnliche Art und Weise geäußert. In Bautzen wurde sogar zugestimmt, auch von der CDU. Deshalb, wir brauchen in Dresden eine Asylwende. Wir setzen uns dafür ein und wollen gerne, dass unsere Stadt schöner bleibt und sicherer wird. So, signalisiert ist mir ein Redebeitrag, Herr Hecht. Nein, verzichtet. Wird weiterhin das Wort aus dem Rat gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht. Wer dem ablehnenden federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist der federführende ablehnende Ausschussbericht angenommen und der Antrag